Ein Mann liegt auf der Straße, erschossen von der Polizei. Ein alltägliches Bild, nicht nur in den Slums der Großstädte in den Philippinen. Tausende Kriminelle werde er zu Fischfutter verwandeln, hatte Staatspräsident Rodrigo Duterte vor einem halben Jahr bei Amtsantritt martialisch angekündigt. Und tatsächlich geht der Mann für dieses Ziel anscheinend über Leichen, in seinem gnadenlos geführten Krieg gegen Drogen. Viele Unschuldige ließen bei diesem Feldzug ihr Leben. Inmitten dieses grausamen Chaos wirkt es geradezu bizarr, wenn sich der Inselstaat jetzt der Welt von einer ganz anderen, von einer schillernden Seite zeigen will. Uwe Schwering. Manila, heute Mittelpunkt des Universums. Zur Wahl der Miss Universe. Makelloses Antlitz, bezaubernd schöner Schein. Der Alltag auf den Philippinen trägt kein Make-up. Er raubt einem den Atem, ja, aber nicht vor Anmut. Im sogenannten Krieg gegen Drogen, ausgerufen von Präsident Duterte, zählt das Land schon mehr als 7000 Tote. Seit Amtsantritt etwa 30 Menschen pro Tag. Das sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sagt Dutertes schärfste Kritikerin. Und ein Teil der Gesellschaft wird gezielt ausgelöscht, systematisch und vorsätzlich. Die Schönen und das Biest. Die PR mit den Beauty Queens lässt sich Charismatiker Duterte nicht entgehen. Doch nach innen regiert er wie ein Herr über Leben und Tod. Pfeift auf das fünfte Gebot, senkt den Daumen über Drogendealern, Konsumenten oder allen, die irgendjemand dafür hält. Seine Polizei genießt Handlungsfreiheit. Auch hier klopfen die Beamten an. Wenig später sind drei Männer tot. Fragen Sie irgendeinen Polizisten, ob ich angeordnet hätte, Personen zu erschießen, die vielleicht schon gefesselt sind oder knien. Sagt auch nur einer ja, trete ich morgen zurück. Das wird natürlich nicht geschehen, denn schmutzige Jobs erledigen Killerkommandos. Die kann jeder anheuern, auch die Polizei. Alles eine Frage des Preises. Anhörungen unter Duterte-Kritikerin de Lima offenbaren, der Geist der Anarchie ist aus der Flasche. Unter dem Vorwand einer Drogenrazzia kidnappten Polizisten diesen südkoreanischen Geschäftsmann. Erdrosseln ihn, verbrennen ihn, spülen seine Asche die Toilette runter und kassieren im Nachhinein noch Lösegeld. Die völlig verstörte Witwe muss sich das alles mit anhören. Und Polizeichef De La Rosa, Dutertes rechte Hand, nun viele Fragen beantworten. Die Sache gerät außer Kontrolle. Dieser Krieg gegen Drogen wird ausgenutzt von meuchlerischen Elementen innerhalb der Polizei, um in seinem Schutz andere kriminelle Aktivitäten voranzutreiben. Das alles kann dem Volkstribun nicht schaden. Duterte herrscht, trotz oder gerade wegen der Tötungswelle. Fast jede Nacht wartet Fotograf Raffi Lörmer gleich neben der Polizeistation auf die Leichen, die da kommen. Der Journalist schoss dieses berühmte Foto. Ein Getöteter in den Armen seiner Partnerin. Der Lohn? Attacken aus dem Duterte-Lager. Die sagten, das Foto sei fingiert, ich hätte Schauspieler engagiert und eine Drohne benutzt. Dabei war da eine Brücke, so einfach war das. Aber die glauben lieber diesen Unsinn. Duterte unterhält eine gut geölte Social-Media-Maschine. Lörmer ist vorsichtig. Ein Shitstorm wird schnell zu echter Gewalt. Nicht nur Dealer leben gefährlich auf den Philippinen. Und der Präsident will daran offenbar nichts ändern. Wenn Journalisten getötet werden, müssen sie was falsch gemacht haben. Nur weil du Journalist bist, musst du ja nicht sicher sein vor einem Attentat. Die neue Miss Universe heißt übrigens Iris Mittener, kommt aus Frankreich und studiert Zahnmedizin. Beruf mit Zukunft auf den Philippinen? Bestatter. Und der Skandal um den ermordeten Südkoreaner, den wir da gerade im Film gesehen haben, der bleibt nicht ohne Folgen. Auf Geheiß von Präsident Duterte wurden heute alle Anti-Drogen-Operationen auf Eis gelegt.
Dann soll er erstmal in den eigenen Reihen aufgeräumt werden. Gleichzeitig kündigte Duterte aber an, den Krieg gegen die Drogen fortzusetzen. Menschenrechtler bezweifeln deshalb, dass der Stopp ernst gemeint ist.